Ich hab jetzt ja keinen Bock mehr. Junge! Digga, bist du eklig, Alter! Ich hab den Deckel in meinem Mund vergessen. Also Mann, du bist schon ein hartes Kleinkind, ne? Geschaltet hat. Hast du gerade in die Cola da reingeklatscht? Ich doch, ich bin da nass. Wir machen Schalter übel. Wer ist der Bürgermeister vom Wesel? Was, wer ist der Bürgermeister vom Wesel? Kennst du nicht, da kommt Esel. Wir haben heute auf jeden Fall ein richtig geiles Süßigkeiten-Katapult. Ja, ihr habt richtig gehört. Süßigkeiten. Ich hab mich da gebrainstormt, ja. Und da ist was richtig Lustiges zusammengekommen. Sag mal, juckt dir der Nippel? Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Für dieses Video stehen mir heute folgende Materialien zur Verfügung. Skittles, nice. Ketchup, nice. Karottensaft, nice. Waldmeister, Getränkesirup, nice. Haribo, Balla Balla, nice. Milch, nice. Partykuchen, nice. Sauergoldbeeren, nice. Teriyaki-Soße, nice. Haribo Picoballa, nice. Limettensäure, nice. Cola, nice. Und Mentos, nice. Na, nein, jetzt ohne Scheiß. Ey, boy, du hast vorhin schon verwüstet. Jetzt hör auf. Das, Cola? Das Thema hatten wir schon öfter. Mentos. Jetzt. Nein. Cola? Mentos. Nein, ohne Scheiß. Ich mein's ernst. Oh mein Gott, jetzt eskaliert das hier. Schau mal die ganze Kacke an, es sitzt alles unter Wasser. Und dann Cola. Ich bitte Sie. Alter, du Stra... Für das Süßigkeitenkatapult benötigen wir 2 Büroklammern, ein Tesafilmgehäuse, eine Pinnnadel, 5 Flaschendeckel, 1 Stift mit abnehmbarem Deckel, Gummibänder und Tape. Zunächst nehmt ihr euch dieses Gestell zur Hand und macht folgendes. Umrühren! Ach nee, sorry. Das war der Text für ein anderes Video. Verdammt, wo haben wir das denn jetzt hier? Ah, okay, alles klar. Ich hab's. Als erstes nehmen wir die leere Tesafilmrolle aus dem Gehäuse raus. In die Plastikrolle stechen wir vorsichtig die Pinnnadel. Jetzt entfernen wir den Deckel vom Stift und schneiden den überstehenden Zipfel ab. In den Hohlraum von dem Deckel kommt Heißkleber, passt aber dabei bitte echt gut auf oder lasst den Teil am besten von euren Eltern machen, weil das Ding ist, wie der Name sagt, echt heiß. Danach stülpt ihr das gute Ding einfach auf die Pinnnadeln und montiert die Konstruktion wieder ins Tesa-Gehäuse. Anschließend bauen wir uns die Halterung für die Munition. Dafür habe ich die 2 Büroklammern zusammengeklebt und den unteren Teil um 90 Grad verbogen. Das kleben wir nun an den Stiftdeckel. Mit einem Stück Tape zusätzlich fixieren und behutsam den Deckel draufkleben. Damit das Katapult auch funktioniert, müssen wir noch ein Gummi einspannen. Das wird auch nochmal mit dem Tape fixiert. Funktionieren tut es schon mal. Für den letzten Arbeitsschritt schneiden wir einen Schachtelspieß in kleine Teile und kleben diese auf die untere Fläche vom Katapult. Zum Schluss nur noch die Flaschendeckel als Räder dorthin kleben und fertig! Also. Ja, mal das Ding! Okay Leute, ich muss sagen, ich bin herzrechtlich begeistert. Darf ich euch vorstellen? Eine Süßigkeiten-Schleuder. Und ich habe mir damit ganz besondere Dinge ausgedacht. Ja, wir werden 3 verschiedene Challenges machen. Du wirst 3 verschiedene Challenges machen. Richtig. 90% of the time I have no idea what the fuck I'm talking about. Weil ernsthaft, wer hat sich nicht schon immer mal in der Kindheit ein Süßigkeiten-Katapult gewünscht? Bevor ich aber mit dem Live-Test anfangen kann, habe ich noch was zu erledigen. Jetzt geht's los! Was ist denn das für eine Partyzone? Was ist hier für eine Party? Es hat jemand Geburtstag. Steven hat Geburtstag! Schreibt alle mal Happy Birthday Steven in die Kommentare. Und ich habe für ihn eine Überraschungsparty geplant. Wie alt wird er denn? 12. 12. Ja, er wird 12. Oh, tut mir leid! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Als ob, Mann! Was soll der Scheiß? Was ist das, Junge? Three hours later. Wie lange geht das denn jetzt?
Das weiß ich doch nicht. Du hast den Scheiß gekauft, Alter. 3 weeks later. 3000 Jahre später. Jetzt reicht's. Oh, Digga, nein, nicht schon, nee. Oh, nein, nein, nein. Alter. Du kannst doch nicht! Junge! Und Steven? Das hast du nicht getan! Er hat Geburtstag, du kannst ihn nicht anzünden! Was ist los bei dir? Ja gut, also... Es ist jetzt schnell eskaliert. Kommen wir zur ersten Challenge mit diesem unglaublich geilen Teil. Und zwar heißt das... Bekämpft den King Kong! What the fuck, Alter? King Kong ist tot! Beginnen wir mit der Challenge! So, ich habe hier jetzt als Munition Skittles genommen. Ihr könnt natürlich auch andere Süßigkeiten nehmen. Eskalation in 3, 2, 1! Ich sagte, Eskalation in 3, 2, 1. Oh, Alter. Ja, ich würde sagen, hä? Challenge bestanden. Da, den kann ich mir schon mal einpacken. Digga, nein. Okay, auf die nächste Challenge freue ich mich eher so medium, denn es ist eine Mischung aus Bierpong und Smoothie Challenge. Bierpong zur Erklärung, das ist ein Spiel, da tut man Apfelsaft in die Becher und, Apfelsaft und wirft dann so einen Ball rein und da, was man trifft, muss man halt austrinken. Ich mache das aber natürlich nicht mit Apfelsaft, das ist mir zu unlecker. Ich mache das zum Beispiel mit vergammeltem Brückenwasser. Wie gesagt, sowas wie Smoothie Challenge bloß in spannend. Lecker. Du kriegst ein Joghurt. Was? Leichte Prise Limettensaft. Oh fuck. Hä? Milch. Was Gesundes darf natürlich auch nicht fehlen. Da muss natürlich Karottensaft hier mit rein. Also meine Stimme, was ist denn jetzt los? Hörst du meine Stimme? Hä, was ist los an dir? Hä, was ist mit meiner Stimme los? Was? Hä? Was war denn jetzt los? Ketchup. Teriyaki-Dose. Waldmeister-Sirup. Die wenigen Becher, die noch leer sind, fülle ich jetzt mit Cola auf, damit ich sowas wie einen Choke habe. Dann habe ich vielleicht mal was Leckeres getroffen. Ekelhaft. Kommen wir zur zweiten Challenge. Also, kurz zu den Regeln. Ich habe 5 Schuss frei. Wenn ich 5 Schuss daneben schieße, solange es nicht absichtlich ist, habe ich Glück gehabt. Wenn ich 5 Schuss in was Ekliges treffe, muss ich halt 5 Becher trinken. 3, 2, 1. Gott, steh mir bei. Zweiter Schuss. 3, 2, 1. Oh! Ach nee. Was ist das? Karottensaft? Ja. Der gönnt ihr. Karottensaft mit Skittles. Der erste Becher ist schon mal weg. Kommen wir zum dritten Schuss. 3, 2, 1. Oh, der war knapp. 3, 2, 1. Oh. Der Finale, Leute. 3, 2, 1. Bitte, das war nicht. Irgendwas ziemlich weit oben. Nein! Was war das? Das war das Gurkenwasser! Darf ich was fragen? Nein. Vor welchem Getränk hattest du am meisten Schiss? Ich glaube vor dem Gurkenwasser. Ich habe alles, was hier ist quasi, ist nicht mehr gut, weil ich ja nicht verschwenderisch bin. Irgendwie ist das auch ein Nachteil jetzt gerade. Also ich fange jetzt einfach mal an mit dem Karottensaft. Ich war schon richtig eklig, das ist schon richtig aufgelöst, das Skittles. Boah, voll dicksflüssig. Einfach runter damit. Oh, that sound, man! Ah. Da sind schon noch die Gurken drin, ne? Ja, super. Willst du einen Schluck? Nein. Ah. Hey, er trinkt einfach so heftig Schlücke. Was ist los bei dir? Machen wir weiter mit der nächsten Challenge. Oh, es wird eklig. Bah! Bei der nächsten Challenge ist meine Präzision gefragt. Die maximale Punktzahl pro Schuss sind 200. Ich habe 3 Schüsse. Logischerweise sind dann 600 Punkte das Maximale, was ich erzielen kann. Wenn ich jetzt unter 500 Punkte bin, dann muss ich irgendeine Bestrafung machen. Ist das ein Deal? 3, 2, 1. 10.
Machen wir vielleicht nicht 500, okay, 500 ist zu ärgerlich. Ja, 400. 400, okay. Ich habe jetzt drei Schüsse, okay? 3, 2, 1. Nein, das kann nicht sein! 3, 2, 1. Ich muss in die Mitte treffen, sonst habe ich verloren. 3, 2, 1. Ja, das heißt, ich darf mir eine Beschreibung aussuchen. So, junger Mann, ich habe mir was überlegt. Wir machen es ganz kurz, knackig und schmerzlos. Geh einfach mal raus in die Stadt und spreche gegen Mädel an. Mach's aber nicht so wie die ganzen normalen Typen, sondern überleg dir irgendwas, damit du von der Masse rausstichst. Also mach irgendwas Besonderes, wo man von weg wird. Ich aber schon nicht. Nein. And go! Hey du! Kommst mir doch nicht von der Seite so blöd, Odin! Hallo? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Würde mich riesig drüber freuen. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe. Ich habe halt Steven angezündet. Gebt ein Trauer-Like für Steven, okay? Dann, damit er wieder schnell gesund wird. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Ist natürlich kostenlos. Und hinterlasst, wie immer, ein nettes Kommentar. Freue ich mich auch drüber. Lese ich alles durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns sehr bald schon wieder im nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Man denke sich einen roten Faden, den ich habe, nimmt ihn und verbrennt ihn. Richtig.